Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, mein kleiner Charlie ist wirklich erkältet und deswegen habe ich es jetzt gestern nicht geschafft, wie sonst auch immer regelmäßig Videos reinzustellen. Und hatte mir überlegt, gut, okay, ich feile nochmal an dem Gedicht, ne, vom letzten Event und habe mir so gedacht, dass ihr wenigstens ein bisschen noch was habt. Jetzt will ich schauen, dass ich irgendwie wieder in den Rhythmus reinkomme, damit wir einfach mal wieder schauen können, wie die Energies so aussehen bei deinem König oder eben bei deiner Königin. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften, was darf ich Schönes erzählen? Was gibt es denn hier zu bereden? Was ist denn hier so los bei ihm oder ihr? Wenn euch das Mischen jetzt so lange dauert, dann spult einfach bitte vor und wer nicht genug von mir kriegen kann, bleibt wie immer bitte dran. So, was ist Losi mit König oder Königin? Gib mich mal was. Was darf ich erzählen? Was geht so in der Liebe ab? Was geht bei euch so ab, ne? Oder eben bei dir? Ja. Hier kommen ja manchmal die tollsten Geschichten, wo ich auch nicht so richtig weiß, was Chefe da oben jetzt wirklich möchte. So, lasst uns mal schauen. Wow, wir haben eine falsche Wahrnehmung. Ha, was ist das für ein Arschloch? Sorry, mein Ausdruck, aber hier ist ein Arschloch. Oder es war einer in deinem Leben. Ja, ich habe hier deinen König oder deine Königin, liebt dich nicht. Und das ist auch der Grund, warum in eure Geschichte einfach keine Bewegung reinkommt. Er meint es sicherlich nicht böse. Oder sie. Sorry, wenn ich jetzt lache, aber ich finde das jetzt gerade übelst heftig, euch das so vorlesen zu müssen. Und ich denke, wir sollten da jetzt unbedingt Humor in die Sache reinbringen. Und ich bin auch der Meinung, dass sich das hier hoffentlich in dieser Legung, ich denke, das verbessert sich einfach. Pass auf, es ist hier ein Typ, eine Kirsche, wo hier wirklich steht, dass der einfach oder sie einfach unreif ist. Ja? Und wenn du mal wirklich in dich hineingehst, ist das einfach nicht auf einer Wellenlänge. Ja, und man sollte sich das halt auch erstmal klar machen. Und der Tipp ist einfach hier, beendet das Ganze, denn es hat nie wirklich angefangen. Eieieiei. Und das könnte jetzt vielen passieren oder schon passiert sein. Ja, ich lege ja, wie gesagt, noch weiter. Ich trinke mal noch einen Schluck aus meinem Kaffee. Oh, sorry, wenn ich das hier mache, ich habe verschlafen. Das kam jetzt auch noch dazu, ne? Wenn Kinder krank sind, oh, dann bist du in der Nacht auch so fertig. Aber okay, und dann kommt jetzt hier so ein Statement, was es gerade nicht besser macht wahrscheinlich, ne? Also hier ist jemand, den oder die, kannst du wirklich ad acta legen? Und du hast es vielleicht auch schon getan, ne? Das ist hier gerade so eine Message wie, lange Rede gar keinen Sinn, hier kommt keine Bewegung rein. Warum kommt keine Bewegung rein? Weil es ein Arschloch ist. Punkt. Oh, und dann kommt aber ein Flirt auf dich zu, mein Hase. Und ich nehme auch so wahr, dass du in diese Energie hier einfach reinkommst, dass dich das vielleicht auch gar nicht mehr juckt. Dass du das einfach schon hinter dich gelassen hast, abgeschlossen hast und dass ich dir eigentlich das, was dir vielleicht noch nicht ganz bewusst ist oder dass du es vielleicht noch nicht richtig aussprechen konntest, aber weißt du, es ist einfach die einfachste Erklärung, warum hier eine Situation nie weitergegangen ist. Weil er dich nicht liebt, weil sie dich nicht liebt. Ja. So, und dann möchte aber auf euch ein Flirt zukommen. In einer locker, fluffig, leichten Art, wo man durch den Schlippi atmen kann.
Und du wirst in einer unbeschwerten Energie sein, mit vielleicht einem bestimmten neuen Menschen. Und das freut mich, weil hier einfach eine andere Person jetzt ins Rollen kommt, ja. Also das heißt, es hört sich gerade vielleicht alles schlimmer an, als es ist. Aber es kommt jemand in dein Leben. Er oder sie wird dir ein besseres, ein positiveres Gefühl geben, als dieser Mensch, mit dem du es hier zu tun hattest. Dann haben wir die Sechs der Erde. Das ist ja der Wahnsinn. Also hier, guck mal, hier bekommst du auch ein Geschenk der Erleichterung, ne? Hier geht etwas in den Ausgleich. Ja, mag sein, dass dich da jemand jetzt vielleicht hängen lässt oder schon hängen gelassen hat. Aber hier kommt ein positives Karma auf euch zu. Das heißt, ihr könntet heute noch in einer Situation hängen, wo ihr traurig seid und euch fragt, wer, warum entscheidet er oder sie sich nicht für mich? Und morgen kommt da, zack, ein Flirt um die Ecke, ein Geschenk der Leichtigkeit, wo du einfach das Gefühl hast, boah, krass, ey, mir geht's viel besser durch diesen Menschen, der neu auf dich zukommt. Das ist nicht diese Person, von der ich hier spreche, wo du eine falsche Wahrnehmung hast. Das kannst du knicken. Also das, ja. Jo, also heute haben wir eine neue Person, darf in dein Leben treten mit voller Leichtigkeit und bringt dir auch eine volle Leichtigkeit damit rein. Also der Krampf hat ein Ende. Der Krampf und der Kampf mit einem bestimmten Menschen, auf den du immer wieder geschaut hast, hat jetzt einfach ein Ende. Dann lasst uns mal weiter hier reinschauen, was ich dazu noch legen darf. King of Wands, das ist ja sehr interessant. Ich habe hier einen König für dich oder eine Königin. Und ich habe gerade nur die Karten hochgehoben, gehebt, hätte ich schon gesagt. Jetzt haben wir die Sonne, die auch für Leichtigkeit steht, für Lebensfreude. Also heute darf ich euch wirklich wieder einmal Mut machen, dass eine Geschichte endlich geschrieben ist mit einem König oder einer Königin oder einer scheinbaren Königin, einem scheinbaren Königs, der dich hier oder die dich hier gefühlt eigentlich nur verarscht hat. Hier darf ein feuriger König, eine feurige Königin auf dich zukommen. Das heißt, er oder sie könnte im Business ein bisschen mehr sagen oder ein bisschen mehr das Sagen haben, hat eine höhere Position, könnte auch selbstständig sein. Dieser König oder diese Königin könnte vom Sternzeichen her sein, Löwe, Schütze, Widder. Macht euch aber daran nicht fest. Es ist eine sehr leidenschaftliche Energie. Ja, und das ist auch jemand, der dir hier die Sonne in dein Leben zurückbringt. Hier geht es, weißt du, es ist jetzt hier nicht nur Sex oder irgendwas. Ja, das ist schon ein Typ und eine Kirsche, er oder sie weiß, was sie will. Aber es ist eben auch, die Sonne steht eben auch für einen Neubeginn. Ja? Und ein erfolgreicher Neubeginn. Und das ist auch ein Typ oder eine Kirsche, die Wärme reinbringt in dein Leben. Ja? Und wo, weißt du, wo man wirklich das Gefühl hat, boah, ich kann jetzt noch mal von vorne anfangen. Ich kann diese falsche Wahrnehmung, die ich immer einen anderen Typen oder einer anderen Kirsche geschenkt habe, der oder die mich sowieso nicht liebt, ich kann es einfach loslassen, weil hier jetzt endlich jemand kommt, der oder die mir viel mehr gibt als dieser andere König oder diese andere Königin. Und das ist einfach ein Gefühl der Leichtigkeit. Die Schwere geht raus, das Gedankenkarussell geht raus, ob er oder sie eine andere haben könnte, ob er oder sie jemanden, also dich hier wirklich liebt oder so, ne? All dieser ganze Scheiß, dass man nachts nicht mehr schlafen konnte und sich eine Platte gemacht hat, das geht alles raus, weil jetzt das Karma gefühlt zuschlägt. Und da kommt hier ein König, da kommt hier eine Königin, er oder sie ist sehr leidenschaftlich, ist beruflich vielleicht auch sehr gut aufgestellt.
Also, und bringt dir die Sonne in dein Leben. Samt inklusive Neuanfang. Also auch hier für meine lieben Singles, hier kommt auf jeden Fall etwas jetzt auf euch zu. So. Ich habe jetzt noch einen Schluck von meinem Kaffee genommen. Und da will ich jetzt einfach noch mal kurz ein bisschen tiefer reinschauen. Also ihr könnt jetzt wirklich die ganzen Arschlöcher loslassen. Egal ob in männlicher oder eben in weiblicher Form. Jetzt kommt Leichtigkeit in euer Leben. Und das hat, wie gesagt, was mit einem Menschen zu tun, mit dem du viel Spaß haben wirst, mit dem du viel lachen kannst, der dir viel Wärme gibt. Und das hat hier ein bestimmter Mensch in der Vergangenheit oder tut es vielleicht immer noch nicht getan. Lasst uns mal weiterschauen. Schau dir das an. Jetzt, ja, euch fliegt wieder mal das Blech weg. Ich habe noch mal die Sonne. Ich habe den Brief. Also, Wahnsinn. Ich lege es jetzt erst mal kurz hier her. So. Kommunikation, Kommunikation habe ich hier für euch. Also, ihr werdet viel quatschen, ey. Ja, also, ich weiß nicht, wo ihr ihn oder sie hier kennenlernen werdet. Aber hier wird eine Möglichkeit auf euch zukommen, dass ihr mit diesem König oder dieser Königin Kontakt habt und einfach eine erfüllte Kommunikation habt. Und das ist, ihr werdet sowas, ich weiß nicht, was ihr hier macht oder über was ihr hier quatscht und redet, aber du wirst daraus, genauso wie auch die andere Person, viel Kraft aus diesem Kontakt schöpfen und aus diesen Gesprächen, die ihr hier miteinander führt. Also ihr habt hier einen bestimmten Austausch miteinander, der für euch beide einfach eine Bereicherung ist. Und hier gibt es auch, könnte es auch irgendeine Info geben, die sich bestätigt. Das weiß ich nicht. Irgendeine Information könnte sich hier einfach bestätigen. Und da will ich mal reinschauen, ob ich darüber noch mehr erfahren darf oder ob es etwas anderes gibt, was ich noch erzählen darf. Ja, es ist so krass, ne? Weil hier kommt nämlich eine plötzliche Trennung. Ja, also nicht zu dem neuen König, sondern einfach, dass sich das Ganze hier bestätigt, dass durch eine neue Person, die in dein Leben kommt und tritt, sich eine Info bestätigt für dich, weil du endlich checkst und merkst, dass ein anderer König, eine andere scheinbare Königin, dich hier nie geliebt hat. Und du siehst auf einmal klipperklar durch einen neuen Mann, durch eine neue Frau, die dir so viel Leichtigkeit, Positivität, Wärme ins Leben bringt und durch diesen Austausch schon alleine, den ihr miteinander haben werdet, wird euch klipperklar, dass man sich wirklich lösen sollte, genau von dieser Person, die sich nie ausgeschissen hat in deine Richtung. Ja. So. Und da haben wir das Kind schon für den Neuanfang. Ne? Wieder einmal. Es darf für euch jetzt eine neue Reise beginnen. Etwas Neues darf hier für euch beginnen. Ich packe nur mal die Sonne hier ein Stückchen hoch, damit ich noch weiter auflegen darf. So. Und zack, ist das Ganze nämlich vorbei, ne? Zack, bist du nämlich auch mal weg vom Markt. Punkt. Und natürlich, wenn die Sense hier reinrennt, ist es auch so, dass du ihm oder ihr, ne, der oder die, die sich hier nicht ausgeschissen hat,
dass du eben nicht noch mal eine neue Chance gibst, einen Neubeginn, dass man hier noch mal irgendwie miteinander irgendetwas anfängt. Ne? Das Kind steht auch für eine neue Chance, noch mal eine Reise anzutreten. Und das war schicksalhaft, das war unumgänglich. Du musstest einfach hier durch. Du musstest einfach durch so einen Scheißprozess, muss ich wirklich sagen. Ja, um wirklich jetzt zu erkennen, wie es sich anfühlt, wirklich wahre Liebe, Wärme, auch eine erfüllte Kommunikation zu haben, ne? Dass man dich nicht immer beleidigt oder unter die Gürtellinie geht, ne? Im Gegenteil, die Sonne steht für Kraft, ja? Und die gibt dir so viel Kraft, diese Kommunikation mit diesen Menschen, dass du es wirklich schaffst, diesen Menschen hier, die sich nie ausscheißt, wo es vielleicht ein On und Off gibt, dass du es genau durch diesen Menschen schaffst, hier Tabula Rasa zu machen und zu sagen, so pass mal auf. Ja, es hat sich angefühlt wie Schicksal, es hat sich angefühlt, als ist es hier was Besonderes gewesen zwischen uns. Aber dann plötzlich willst du nicht mehr. Du willst es dann einfach nicht mehr. Weil du erkennst, dass das Leben mehr zu bieten hat, ne? Dass es mehr. Guck dir das mal an. Krass, ey. Ja? Hier kommt eine Entscheidung fürs Glücklichsein. Ich will jetzt glücklich sein. Klar, steht der Klee auch wieder für locker, fluffig, leicht. Einfach, weißt du, jetzt nicht irgendwie. Nee, das Leben wird einfach jetzt leichter. Weil dir jemand dabei hilft, eine Entscheidung zu treffen. Nämlich sich von ihm oder ihr zu trennen und zu sagen, ich möchte glücklich sein im Leben. Und einen glücklichen Weg wirst du jetzt gehen, wirst du einschlagen. Auch wenn ihr, ich sag ja, es lohnt sich, ne? Guck da das an, das bist du. Hier guckst du drauf, mein Herzilein. Hier guckst du bist hier. Egal, ob du jetzt männlich bist oder weiblich. Du guckst auf einen, ich sag mal, auf einen Mann oder auf eine Frau. Er oder sie bringt dir hier das Glück. Eine glückliche Entscheidung bringt dir hier ein anderer Mann, eine andere Frau. Ja, das heißt, wenn sich einige jetzt bisher nicht lösen konnten von jemandem, dann werdet ihr das jetzt tun. Und Grund dafür ist ein anderer König, eine andere Königin, die dir eine viel bessere Energie gibt als diese schicksalhafte Reise, wo man glaubte, wie besonders alles wäre. Krass, ey. Krasse Messages habe ich hier heute mal wieder für euch, weil ich das toll finde, ne? Wie viele Jahre lege ich hier schon? So, zeig mal her. Die Fische, den Bären, wir haben den Park und wir haben, ja, zeige mal her. Zeige mal her. Das ist Erholung pur hier alles für dich. Du erholst dich von einem bestimmten Schmerz. Ja. Du erholst dich von einem bestimmten Schmerz. Also ich glaube, ich beginne noch mal von vorne. Jetzt muss ich ja auch noch mal ein bisschen näher reingehen. Also, weißt du, mein Schatzi, du guckst hier wirklich auf die Wege und den Klee. Und zusammen mit dem Reiter, ich kann es nur noch mal wiederholen.
Es wird für dich jetzt etwas Gutes passieren. Es kommt auf dich eine Chance zu, was für dich ein sehr glücklicher Zufall bedeutet. Ja, und es kommt hier eine lebensverändernde Chance. Ja, und es unterstreicht auch noch mal ein unerwartetes Gefühl von Leichtigkeit. Das hättest du so nicht gedacht, dass von heute auf morgen ein neuer König, eine neue Königin dein Leben, dein Schicksal mit einer On-Off-Verbindung auf einmal komplett verändert. Und du könntest selbst überrascht sein, wie leicht das auf einmal ist, diesen Menschen loszulassen. Ja. Und es könnte aber auch sein, dass hier noch einmal der andere König auf dich zukommt. Ja. Denn ich habe hier jemanden, der einer Kommunikation hier ausweicht. Aber es soll sich ja hier trotzdem etwas offenbaren. Ne? Der Baum und der Park, der steht ja dafür, dass sich eine Wahrheit ja zeigen soll. Und vielleicht hat die sich schon gezeigt. Ja, und die Wahrheit ist, dass er dir jetzt einfach ausweicht. Aber du drehst dich ja davon weg. Und ambivalenterweise kann es aber auch gleichzeitig bedeuten, dass er oder sie sich da deswegen wieder gefühlsmäßig dir annähern möchte. Weil es steht auch für eine gefühlsbetonte Nachricht von einem Mann, der immer wieder einer Kommunikation dir gegenüber ausweicht. Also, selbst wenn ihr hier mit einem König oder einer Königin zu tun hattet, der oder die sich nie entschieden hat, muss ich aber auch für den anderen König, die andere Königin sprechen. An sich ist er oder sie hier doch sehr sensitiv. Ja, also das ist jetzt hier nicht in dem Sinne eiskalt, aber das ist, hier haben wir schon ein bisschen ein Sensibelchen. Möchte ich es mal so sagen, was ja auch nicht schlimm ist. Und es kann aber auch sein, dass du jetzt einfach anfängst, zu etwas zu stehen, was du ihm oder sie sagen wirst. Und du könntest ihm oder ihr eben wirklich sagen, du, pass auf, ich habe hier jemand Neues kennengelernt. Er oder sie bringt mir hier wirklich viel Leichtigkeit ins Leben, mehr als du es jemals geschafft hast. Es ist eine ganz andere Energie. Und dass du einfach auch dazu stehst, jetzt, dass du nicht mehr zurückgehst, dass du auf den plötzlichen glücklichen Zufall schaust und diesen gefühlsbetonten Mann hier hinter dir lässt. Und es kann wirklich sein, oder diese gefühlsbetonte Frau, ne? Das ist ja hier genderunabhängig. Und es kann sein, dass du hier in dieser Legung eher auch in einer feurigen Energie bist. Genauso wie der König oder die Königin, die jetzt auf dich zukommen kann. Also ihr, ne? So könnte ich das auch wahrnehmen, ne? So. Jetzt will ich trotzdem mal weiterschauen. Weißt du, was ich auch wahrnehme, wenn hier wirklich schon ein König oder eine Königin wirklich weg ist, ja,
dann darf ich ins Innerste eurer Kommunikation gehen, weil ich hatte ja hier, das war ja sehr signifikant gewesen, eine Kommunikation, die ihr hier führt, die euch beide wirklich wegflasht, die euch wirklich gut tut, dann darf ich hier vielleicht sogar auch sehen, über was ihr hier auch so texten könntet. Oder was dein neuer König, deine neue Königin so von dir halten könnte, während ihr beide euch hier in einem glücklichen Zustand befindet. Ja, oder in einer jetzt zukünftigen Verbindung. Also du wirst dich jetzt oder demnächst diesen König einfach so zeigen können, wie du bist. Ja, du wirst zu dir hier viel mehr selbst stehen. Also er oder sie nimmt dich hier total selbstbewusst wahr. Ne? Der Bär und die Fische steht für Selbstbewusstsein. Und du öffnest dich ihm einfach selbstbewusst, so wie du eben bist. Du spielst hier nicht oder irgendwas. Du könntest ihm oder ihr auch eine Offenbarung machen bezüglich der Vergangenheit, was passiert war. Vielleicht könntest du ihm oder ihr auch sagen, hier, ich hatte eine falsche Wahrnehmung, ich bin hier an ein Arschloch geraten oder irgendwie an irgendeine Alte, keine Ahnung. Und dann könntest du ihm oder ihr auch davon erzählen. Es ist aber auch so, dass du diesen König oder dieser Königin einfach deine eigene Wahrheit zeigst. Und es ist so, als hättest du jetzt so eine Einstellung, friss oder stirb. Das ist meine Wahrheit. Ich weiß jetzt, wer ich bin. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, was ich nicht mehr will. Und das könnte hier jemand aber auch mega richtig gut finden hier an dir. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Ja. Und du könntest es demnächst auch wirklich mit einem reichen Geschäftsmann oder mit einer reichen Geschäftsfrau zu tun haben. Ja, also das Glück in der Liebe ist hier jetzt auf eurer Seite, dadurch, weil eine krasse Wende kommt, mit der ihr nicht gerechnet habt, weil ihr habt euch ja schon dran gewöhnt an diesen Prozess, der hier so ewig geht, ne? Krasse Scheiße, also jetzt habe ich hier mal richtig was, wo ich schauen kann, wie das hier so in der Liebe weitergeht. Ja, also noch einmal, Kommunikation, Unruhen, Sorgen, die sollen hier wirklich, es kann wirklich sein, dass dieser König, diese Königin, die dich wie Scheiße behandelt hat, ja, ich will es jetzt mal so sagen, dass er oder sie hier vielleicht wirklich nochmal auf dich zukommt und hier ein Streitgespräch anfängt und will hier eine Diskussion anfangen. Ne? Aber guck mal, was ich hier habe. Ich muss es so ehrlich sagen. Es ist einfach so, dass dieser Mann, diese Frau, der oder die sich hier nie für dich entschieden hat, der hat hier eine andere Alte am Start, mit der er oder, ne, oder sie hat einen anderen Alten am Start. Das ist eine Verbindung, und das ist halt das, was dich hier wirklich immer abgefuckt haben könnte. Sorry, mein Ausdruck, aber heute sage ich es einfach mal so. Du drehst dich davon weg, dass dieser Mann dir oder diese Frau dir immer wieder so ein beschissenes Gefühl gegeben hat von Unruhen, von Sorgen, Diskussion, Streitereien über das Vertrauen einfach selbst, was ja die Grundbasis eigentlich sein sollte, weil immer wieder eine andere Frau in seinem, ihrem oder ein anderer Mann in seinem, ihrem Leben ist. Davon drehst du dich komplett weg. Du hast keinen Bock mehr auf diesen geführten Schicksalsweg, der unumgänglich ist, weil plötzlich der Glücksfall auf dich zutrifft
mit einem anderen König, mit einer anderen Königin. Und das ist mega. Da drehst du, du hast da, also da bist du durch jetzt, ne? Du gehst hier einen Weg, der dich glücklich macht. Wow. Krasse Scheiße, ey. So, jetzt will ich mal wissen, wo führt denn hier der Weg hin? Oder was darf ich noch für eine Message sagen? Manchmal sagen mir die Karten ja immer was anderes. Aber nehmen wir jetzt mal an, du gehst, der Weg führt eigentlich nur ins Glück, ne? Die 9 der Münzen, alter Schwede, ey. Die 9 der Münzen, die stehen wirklich hier kurz vor dem Jackpot. Ein Wunsch erfüllt sich endlich für dich. Du darfst hier wirklich reich ernten. Das, was du einst gesät hast, darfst du hier jetzt reich ernten. Boah. Und ich habe ja auch schon wieder hier für dich, ne? Das unterstreicht es eigentlich nur noch mal. Das ist hier einfach eine erfreuliche Überraschung für dich, weil hier plötzlich jemand gänzlich anderes kommt. Hier hast du jemanden nicht kommen sehen. Ja, eine erfreuliche Überraschung, eine plötzliche Besserung, eine günstige Wende aus diesem ganzen Scheiß hier raus. Und das ist einfach durch, wirklich, weil die 9 der Münzen zeigen auch eine beglückende Begegnung an. Wow. Und es ist die Begegnung mit der Fülle. Eieiei, ey, und dann schaut mal, dann überlegt mal, was ein Mensch, wie ein Mensch in deinem Leben alles verändern kann. Und plötzlich ist der Scheiß, den hier dein scheinbarer König, deine scheinbare Königin, plötzlich ist es alles egal, ist alles nicht mehr wichtig. Du lässt es alles irgendwie gefühlt hinter dir. Selbst wenn hier jemand wirklich nochmal zurückkommt und dir hier vielleicht eine Offenbarung machen möchte, das ist hier finito. Hier kommt jemand gänzlich Neues in dein Leben. Und das ist eine Überraschung. Das, ja, und plötzlich ist alles anders. Schau dir das an. Jetzt kommt auch noch die göttliche Führung, ey. Oh, die Suche nach dem Sinn des Lebens. Denke über eine alternative Herangehensweise nach. Umgib dich mit Weisen, Lehrern oder Freunden. Also ich habe hier, du wirst geführt. Ich glaube, Jesus da oben sagt sich selbst, ne? Ah, jetzt ist wirklich mal Schluss. Die führe ich jetzt mal ein bisschen oder den führe ich jetzt mal ein bisschen. Und du wirst jetzt hier auch immer mehr den Sinn dahinter erkennen, was eine bestimmte Person hier mit dir gemacht hat, die ganze Zeit. Und wie sinnvoll es sich und dass es sich sinnvoller anfühlt, wenn man mit diesen glücklichen, also wenn man hier so überrascht wird von einer Energie, die nicht geplant war oder wo man das vielleicht noch nicht mal gemerkt hat, dass es sowas gibt oder keine Ahnung, irgendjemand könnte dich hier demnächst überraschen. Und ihr habt hier eine intensive Kommunikation. Und das beruht alles auf Gegenseitigkeit. Und du schießt ihn oder sie ab. Und weißt du, was ich auch wahrnehme? Hier dein scheinbarer König oder deine scheinbare Königin, der wird seine Frau zu Hause nie verlassen. Egal, was er oder sie dir hier erzählt hat, weil ich habe ja hier, er schaut ja hier schon drauf, dass das alte Umfeld einfach so bleibt, wie es ist. Er oder sie streitet sich hier zu Hause, diskutiert zu Hause, aber am Ende bleibt seine Frau, am Ende bleibt sein Mann. Ihr Mann, sorry, sein Mann. Ja, gut, ne? Ist ja genderunabhängig. Ja. So, jetzt möchte ich gerade noch mal in die Kartis hier reinschauen.
Durch eine neue Person kannst du etwas Altes loslassen. Ich habe schon wieder die Offenheit. Offen sein für etwas Neues. Sich so zu zeigen, wie man ist. Selbstbewusstsein. Das hast du hier definitiv durch die andere Verbindung, hoffentlich. Ich weiß, ne, also so eine andere, so eine toxische Verbindung kann auch mega schwächen, aber hier sind einige stärker geworden. Elixier des Lebens, na, schau dir das mal an. Also ganz ehrlich, das ist dein Lebenselixier. Ist hier diese Offenheit für das, was jetzt noch kommt. Das könnte dir den Arsch retten. Also ganz ehrlich, hier rettet dir jemand den Arsch. Aus einer Verbindung, die du nicht verdient hast, die einfach scheiße ist, wo man dich belogen hat, wo man mit deinen Gefühlen gespielt hat. Das hört jetzt alles auf. Eine glückliche Wende, eine Überraschung. Damit hättest du nicht gerechnet. Passiert alles ganz plötzlich und auf einmal ist alles anders. Aber positiv, ne? Ach, wo bist du jetzt hin, Kati? Guck mal. Für immer. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Hier kommt noch das Ja und dahinter habe ich das Wunder. Ja, dir wird es vorkommen wie ein Wunder, aber es ist auch so, dass jemand auch Ja zu dir sagt. Hier sagt wirklich jemand Ja zu dir. Das ist dein positives Karma, was ich hier habe. Alter Schwede, meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviert das Glocke sei, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.